Ja, und damit halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Konen. Ja, wir warten immer noch, Freunde. Es hat sich noch nichts getan bis jetzt. Also, klar, es fängt an, aber... Wir warten, warten und warten. Warten und warten und warten. Ist ja sturmtechnisch weiter entfaltet. Wir sind bereit zu flüchten, auf jeden Fall. Sobald wir dann mittendrin standen. Bin bereit dafür. Ei, Steinnasenmutti oder was auch immer du bist. Sieht auf jeden Fall aus wie so ein Steinnasenvieh halt, ne? Voll. Böse und gefährlich siehst du aus, mein Freund. Kuckuck. Kuckuck. Ruft aus dem Wald. Lasset uns singen, tanzen und springen. Frühling, Blühling wird es nun bald. Also die Zeit muss sich auf jeden Fall ändern. Da auch wieder diese Steine. Nein, das sind diese Schweine. Da? Die Schweine hier. Die Wildschweine, die sind. Oh, die sind böse. Da gibt es auch Babys davon, das weiß ich. Von den Wildschweinen gibt es doch. Doch, ich erinnere mich, da gibt es Babys. Aber selten, sehr selten. An sich, früher, wo das ja angefangen hat, wo sie die Tiere mit reingebracht hatten, ne, in Konen. Da hattest du ja, das war ja noch auf der Sandmap damals, und da hast du echt an jeder Ecke hast du irgendwelche Tiere gefunden. Und dann irgendwann haben sie das geändert, dass du nicht mehr so viele findest, was ich auch wirklich sehr gut finde, weil ganz ehrlich, man muss die jetzt nicht an jeder Ecke finden. Ja? Man weiß, wo es welche gibt, man weiß auch, wo immer welche nachspawnen, ja, dann irgendwann. Aber gerade bei solchen Tieren, ja, finde ich es halt einfach wichtig, dass man die jetzt nicht unbedingt an jeder Ecke oder an jedem, ich darf nicht so nah daran, an jedem Platz findet. Ne? Sondern dass es halt so ein bisschen selten ist. Ich dachte gerade, da ist irgendein Tier, aber das war dieses Reh, das schon die ganze Zeit da steht. Da hinten sieht auch so ein bisschen aus wie der Herr der Ringe-Turm. So ein bisschen hat das schon was, ne? Schon geil. Schon, das ist schon anders geil. Bin auch mal gespannt, wenn ich dann endlich meinen neuen Computer habe, wie dann auch Konen aussieht, so anders. Ne? Ein bisschen, wie ich auch von der Grafik her besser oder das auch ein bisschen anders da läuft, ne? Weil ihr wisst, ich nehme immer noch auf von meinem alten PC. Der ist jetzt nicht unbedingt schlecht, ja. Aber ich hatte es auch in einer der Folgen ja schon gesagt, momentan ist einfach das Problem, es steht soweit wirklich schon fast alles, ja. Also es ist alles soweit geplant, gemacht, wie ich haben soll. Einzigste Problem, was ich momentan habe, ist, dass gewisse Dinge einfach gerade so teuer sind, Grafikkarte, Mainboard, dass das alleine schon, ja, über 1000 teilweise kostet. Die alle unter 1000, also zum Beispiel Grafikkarten für 800, da musst du so mega schnell sein, dass du die bekommst, weil die halt ruckzuck weg sind. Ne? Und momentan ist es auch ganz, ganz schwierig, da überhaupt was zu finden, überhaupt Angebote, weil Leute wissen natürlich, aufgrund von, ne, ihr wisst schon was, haben halt auch viele Leute investiert, ne, haben sich neue Computer gekauft, haben da gemacht, da haben die natürlich dann Lunte gerochen, dachten so, jetzt machen wir das Ganze mal teuer, die Leute werden es schon kaufen, ja. Und es gibt so Leute, die sich das auch kaufen, ja. Aber ich zum Beispiel, ich habe halt auch nicht unbedingt jetzt einen Haufen Kohle zur Verfügung, dass ich mir da so mega Zeug leisten kann, ja. Ne, wie gesagt, neuer Backofen, Auto, jetzt ist bald auch wieder TÜV dran, ja. Das sind alles Dinge, die Geld kosten. Oh, 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 es wird windiger, es wird windiger, es wird windiger, Freunde. Ne? Das kostet alles nach und nach halt Geld. Ne? Es wird windiger, merkt ihr? Okay, es wird langsam kritisch. Wir sollten vorsichtig sein, aufpassen.
Wir sollten es definitiv bereit machen, um wegzulaufen dann. Ne? Ich bin gespannt. Ja. Das ist halt momentan das Problem. Ja. Die wissen ganz genau. Ganz anders. So. Die wissen halt ganz genau, wie sie Geld machen können. Kann man schon was auf der Karte erkennen? Nein, noch nicht. Ja. Und das ist halt das, was halt das gerade so ein bisschen zum Stocken bringt. Aber ich denke, dass auf jeden Fall dieses Jahr noch klappt. Ja. Und wenn, sobald ich wirklich ein Angebot sehe, wo halt wirklich das passt und Ding, was ich halt vorhab, reinpasst, dann schlage ich natürlich zu. Das ist kein Thema. Das mache ich auf jeden Fall. Aber für die Zeit müssen wir halt noch ein bisschen Geduld haben, noch ein bisschen warten und dann ist es hoffentlich bald soweit. Und dann kann man auch Conan mal live sehen. Ich werde es dann auch mal streamen. Ich werde so viele verschiedene andere Sachen wieder streamen. Ich freue mich da so mega drauf, mal wieder live zu sein, mal wieder live zu gehen. Vielleicht werde ich es sogar auch mal so machen, dass ich dann ab und zu auch mal auf Twitch und auf YouTube live gehe. Ich weiß es noch nicht, wie ich das mache. Schauen wir mal, dann sobald der neue PC da ist. Ich möchte ja nicht nur den PC für Spielen dann auch, also für den Anfang, weil dann nehme ich ja meinen alten für Streamen, also als Streaming-PC und meinen im jetzigen, also meinen neuen dann als Gaming, ne? Aber sollte natürlich mein Alter den Geist aufgeben, ja, was irgendwann der Fall sein wird, der wird irgendwann den Geist aufgeben, ja, der blub, deshalb hoffe ich, dass ich bis dahin einen neuen habe, weil es doch vorher passiert, wie ich denke. Und dann sollte der den Geist aufgeben, ich immer noch die Möglichkeit habe, beides zu tun. Ne? Also Streaming und Gaming. Es war halt am Anfang so, da wo es günstig war, da hatte ich einfach das Geld nicht zusammen. Jetzt habe ich das Geld zusammen, aber jetzt ist es so teuer, dass ich zu geizig bin, um das auszugeben. Ja? Das Ding ist halt, ich gebe keine 2000 oder sagen wir mal 1200, 1500 für eine Grafikkarte alleine aus, Freunde. Und das ist halt momentan das Ding, was die Dinger kosten. Plus halt ein Mainboard, das 500, 600, 800 Euro teilweise noch dazu kostet. Ja, das sind halt gerade die Dinger, das kannst du dir aktuell nicht leisten. Überleg mal, da würde ich für zwei Dinge würde ich schon über 2000 Euro ausgeben. Dann kommt noch das Gehäuse dazu, dann kommen noch die Speicherkapazität dazu, ne? Dann kommt noch Kühler dazu, alles Mögliche. Das wären 4.000, 5.000 Euro, die ich allein für einen Gaming-PC, der streamingfähig ist, ausgeben müsste. Und das sage ich euch, das ist mir persönlich zu teuer. Ja? Die Leute, die sich das leisten möchten, können das gerne tun, aber mir ist das zu teuer. Ich möchte wirklich sagen, so 2.000 bis 2.500 Euro bin ich bereit für einen kompletten PC zu bezahlen. Ja? Aber mehr halt auch nicht. Ja, ich bin kein Geldscheißer. Ich verdiene nicht unbedingt viel Geld. Ja? Und ich hab's auch nicht dicke. Ja, ich habe Rechnungen zu bezahlen. Ich habe Miete zu bezahlen. Unterhalt, Kosten für mich, für meine Tiere. Und da ist sowas halt einfach nicht drin. Und das war auch nicht so geplant, dass es so teuer wird. Deshalb muss ich halt noch ein bisschen abwarten und hoffen, dass es demnächst einfach günstiger wird. Trinken Sie gleich wieder. Windiger. What the fuck? Das gerade gesehen? Was war das? Da sind gerade so. Das sah aus wie Sternschnuppen, Blitzdinger, Ding runtergekommen, wie so Meteoriten. Okay. Ich bin ja gespannt, ne, was da gleich kommt. Und ich muss mich ganz kurz muten, weil ich muss ganz dringend, ich muss wirklich husten. War kurz gehustet. Bin schon wieder zu viel am Quatschen. Aber ihr wisst ja, Unterhaltung ist alles. Ja, stumpfe Let's Plays gibt's bei mir nicht, auch wenn ich manchmal Obstsalat, Quarksalat, Sprechdurchfall hab.
manchmal ein bisschen verwirrt und verpeilt wirke, ja, und einfach wild drauf losrede und dann manchmal sogar gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich sagen wollte. Aber trotzdem, so bin ich halt, so bleibe ich. Und wem es nicht passt, sage ich immer, rollt weiter, schaut euch das nächste Video an. Lasst von mir aus euren Senf unten da. Wenn es mir nicht passt, dann lösche ich es und alles gut ist. Alles passt. Ne? Ich freue mich natürlich eher über die Leute, die mir dann ein nettes Kommentar da lassen. Bock haben, Kommentare zu schreiben, die meine Videos liken und die natürlich auch mir ein Abo dalassen. Ne? Und da freue ich mich wirklich sehr, sehr drüber. Wir sind mittlerweile bei über 360 Abonnenten. Wirklich dafür auch nochmal an alle, die mir so fleißig folgen. Vielen, 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 vielen lieben Dank dafür, dass ihr mich so unterstützt, dass ihr meine Videos gerne schaut, dass ihr mir auch immer wieder mal nette Kommentare da lasst. Finde ich echt mega super. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Ja. Ich brauche nicht Millionen von Aufrufen. Ich brauche nicht Millionen von Klicks. Da würde ich mich drüber freuen, wenn es mehrere gucken. Ich glaube, das tut jeder. Man freut sich, wenn man sieht, ey, das sind jetzt 100 Aufrufe oder noch mehr Aufrufe. Voll geil, da freut man sich, ja. Aber ich freue mich auch, wenn es 3 oder 4 sind. Ist halt... Ich bin halt nicht der Größte, ja, um wirklich auch größer zu werden, das ist halt ganz, ganz schwierig. Das war früher so, ja, da konnte man das relativ gut, aber mittlerweile macht das ja fast jeder, das machen so viele Leute und es gibt so viele super tolle Menschen, die das machen und man bekommt von vielen Seiten immer wieder Unterstützung und Sachen, aber im Prinzipiell, selbst wenn jetzt irgendjemand Größeres, ja, mich hosten würde oder auf meinen Kanal aufmerksam machen würde, würde ich vielleicht viele neue Follower dazukommen, Leute dazu bekommen. Aber im Endeffekt schaut derjenige ja trotzdem seinen Lieblings-YouTuber, Lieblings-Streamer dann mehr wie jetzt zum Beispiel mich, ja, oder denjenigen, der gehostet worden ist. Man schaut dann die Leute so lange, bis dann halt der eigene Lieblingsstreamer oder YouTuber neues Video drauf gemacht hat, was gepostet hat, live gegangen ist und dann sind die Leute wieder weg, ne, für die Zeit. Was auch völlig in Ordnung ist, um Gottes Willen, ne? Das ist ja vollkommen okay, aber ich denke mal, ihr wisst so, auf was ich hinaus will. Ne? Es gibt so viel Content, den man sich angucken kann. Es gibt so viele tolle Menschen, die da wirklich viel, viel Mühe geben, ja, und die sich genauso freuen wie ich über jeden, der mir was schreibt, über jeden, der mir folgt, über jeden, der was kommentiert, über jeden, der ein Like da lässt. Egal wie viele es sind. Ja, weil ich sag mal so, ja, ohne euch wäre das ja alles gar nicht möglich, was ich hier mache. Ohne euch wäre das nur halb so spaßig. Ja? Ohne euch würde es einfach auch nichts bringen. Aber ich mache es auch aus dem Grund, weil es mir Spaß macht, weil... Ja, weil es mich freut, weil ich es gerne mache und ich werde es auch weiterhin tun. Ja, bis ich es irgendwann nicht mehr kann. Sag ich mal so, ne? Bis ich es irgendwann nicht mehr kann. Na komm schon, Sturm, zeig uns deine volle Macht. Deine volle Pracht. Bring sie auf, wir wollen sie sehen. Ich red mir auch schon den Mund fusselig. Mir gehen gleich die Gesprächsthemen aus. Mir gehen gleich die Gesprächsthemen aus. Um jetzt nochmal auch Werbung in eigener Sache zu machen, folgt mir auch gerne auf Instagram, folgt mir gerne auf Twitter, folgt mir gerne auf TikTok, lasst mir hier ein Abo da, joint auch gerne in meinem Discord, ich werde auch immer wieder unten mal rein posten. Ja. Seid einfach dabei, habt einfach Spaß, schaut gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Ich weiß, momentan streame ich nicht, ja, aber ich werde definitiv wieder streamen und dann seid ihr direkt live informiert, wenn ich wieder live gehe, wenn ich endlich wieder streamen kann. Und ich freue mich da einfach mega drauf und das... Und ich hoffe, euch gefällt natürlich das, was ich tue. Ihr dürft mir auch gerne Feedbacks dalassen. Ich bin auch immer offen für Kritik, ja, solange, und das sage ich immer wieder, sie konstruktiv ist, ja, ich da damit was anfangen kann und solange eine Kritik, ja, nicht in eine Beleidigung reingeht, in ein Vorurteil, dass man dann wieder, ne, oder in Hate hineingeht. Und das ist halt extrem, was da gerade abgeht, auf den ganzen Medienseiten. Nicht nur YouTube, nicht nur Twitch, nicht nur TikTok, nicht nur Twitter. Ich habe da ja schon vorab mal
in einer der Conan-Folgen ewig lang drüber geredet. Ja, deshalb möchte ich da auch gar nicht so extrem drauf eingehen. Ist das alles völlig in Ordnung. Neue Ideen, neue Vorschläge, ja. Auf meinem Kanal findet ihr ja auch jetzt wieder viel, viel vermehrt Spaziergang-Videos mit Mowgli, ne? Das ist halt alles auch das, was ich euch bieten möchte, was ich euch zeigen möchte auf meinem Kanal, ja. Ich möchte Spiele, die mir sehr gefallen, die ich gerne spiele. Ich möchte sie aufnehmen, ich möchte sie euch zeigen, ich möchte sie euch vorstellen, ja. Ich möchte euch zeigen, wie ich das spiele, wie viel Spaß ich daran habe. Ich will auch die Möglichkeit geben, hey, vielleicht habe ich da auch Bock drauf, vielleicht sehe ich das, hey, mir gefällt das, ja, oder an sich das halt einfach zu sehen, zuzugucken, wie ich mich verhalte, wie ich spiele. Und der Sturm nimmt jetzt auch gerade weiter zu. Man sieht hier außen, seht ihr das schon? Dieses, ne? Also, langsam kommt es. Ich bin bereit, da hinten wieder zurückzulaufen. Wir dürfen bloß nicht übersehen, ne, dass wir da zurücklaufen müssen. Ja, darauf, das sind halt diese Dinge, die ich gerne mache. Ich würde es auch machen, wenn, wie gesagt, es ist mir nicht wichtig, wie viele Leute zugucken. Sondern ich weiß, ich habe meine kleine, süße Community, ja, und sie wächst stetig. Und wenn sie irgendwann weiter wächst und noch mehr wächst, finde ich das mega, mega super. Ja, weil ihr müsst immer bedenken, ne, es gibt Leute, die tun es beruflich, ja, die sind beruflich darauf angewiesen. Ja, die haben natürlich mehr Zuschauer, die haben natürlich auch mehr Aufrufe, ja, weil es halt auch viel schon länger machen, weil es irgendwann kommt. Aber ich bin jemand, ich mache das, weil es mir Spaß macht, weil ich es als Hobby mache und ich gehe halt nebenbei noch arbeiten. Und mal kann ich mehr Content bringen, ne? Und mal kann ich halt einfach weniger Content bringen. Das kommt halt immer drauf an, wie viel Zeit ich auch habe, um aufzunehmen, um live zu sein, diese ganzen Dinge. Das spielt halt bei mir auch eine Rolle, weil Arbeit zwischendrin, ja, ich habe schon oft gesagt, momentan viel Nachtschicht, ja, bin ich in der Nachtschichtwoche, kann ich halt einfach mich nicht mal mittags hinsetzen, aufnehmen, ja, weil meistens, ich schlafe dann morgens, dann stehe ich auf, dann gehe ich mit dem Hund, dann machen wir uns was zu essen, ja, der Hund kriegt was zu essen, ich mache mir was zu essen, dann ruhe ich mich noch ein bisschen aus, entspanne mich noch ein bisschen, bin auch momentan, wenn es so tolles, super schönes Wetter ist, bin ich auch viel im Garten dann noch unterwegs, ja. Spiel da mit meinem Hund, trainiere mit meinem Hund, dann gehe ich wieder spazieren mit dem Hund und dann lege ich mich meistens nochmal hin und versuche nochmal ein bisschen zu schlafen, dann geht es halt in die Nachtschicht. Ne? Und in der Woche frei braucht ihr erstmal 2-3 Tage, bis man sich dann so ein bisschen, ne, entspannt hat und dann nimmt man halt auf oder man spielt dann einfach mal ein Spiel so für sich, dattelt für sich hin, so, ne? Ist ja auch nicht immer so, ist es was anderes, wenn man ein Spiel aufnimmt oder ein Spiel live spielt, als wenn man es einfach vor sich hin daddelt, so, ohne, dass man halt Content bieten muss. Na, man muss ja auch den Zuschauern was bieten. Also ich bin jedenfalls so, ich unterhalte euch halt mit meinem Gelaber, ja. Der einen gefällt's, dem anderen gefällt's nicht, ja. Der eine mutet vielleicht und guckt einfach nur, was ich da mache, dass ich hier blöd rumstehe, zum Beispiel jetzt gerade so. Und dann denkt, warum steht die drum? Vielleicht sollte ich mal einen Ton anmachen, ne. So, das ist halt völlig normal, das ist völlig in Ordnung. Ne? Aber ich bin halt jemand, ich sage, ich muss reden. Wenn ich aufnehme, dann rede ich, unterhalte ich euch, dann quatsch ich. Auch wenn es manchmal totaler Humbug ist, den ich vielleicht rede oder es euch gar nicht interessiert, ja. Aber das gehört für mich einfach dazu. Und wie gesagt, wem es nicht passt, ne, der muss ja meine Videos nicht gucken, der muss mir kein Abo dalassen, der muss mir nicht liken, der muss mir nicht einen Kommentar dalassen, der kann einfach weitergehen und ja, sich vielleicht anderen YouTuber suchen, anderen Streamer suchen, der ihm besser gefällt. Ja, dafür ist YouTube ja so groß und es gibt so viele Möglichkeiten und fertig, alles gut, ne? Wisst ihr Bescheid, wie ich das meine? Versteht ihr? So, und ich hoffe mal, dass der Sturm jetzt langsam hier mal seine volle Fahrt aufnimmt. Es ist schon sehr, sehr windig, ja? Also man sieht, unsere Haare fliegen schon, die Büsche wackeln schon, unser Hosenhalbrock, also ganz Rock ist es ja nicht, aber Hosenhalbding, ist auch schon sehr am Wehen in dem Wind. Ich darf noch nicht verpassen, dass ich dann schnell flitze, wenn wir in dem Mahlstrom drinne waren, weil ich habe Angst, so ein bisschen drauf zu gehen. Wir haben nämlich 2 Pferde in unserem Täschchen. Ein Fohlen flink und ein Fohlen einfach so.
Das Fohlen flink heißt einfach nur, dass es relativ schnell ist, ne? Also schon von vornherein ein bisschen die Geschwindigkeit mehr hat, mehr Boost hat. Wir werden auf jeden Fall auch, ne, gucken, dass wir vielleicht die Tiere auch unterschiedlich skillen. Da muss ich mal schauen. Wobei ich glaube, nee, ich glaube, das kann man gar nicht, ne? Ich glaube, den kann man keine Punkte vergeben. Das ist in Ark, nee. Ich glaube, da war, nee, das kann man nicht. Sondern die haben dann halt eine, bekommen dann halt gewisse Fähigkeiten immer wieder dazu. Flinke Tiere oder robuste Tiere sind natürlich ein bisschen anders wie jetzt, ja, die ganz normalen, ne? Die haben dann noch Werte bis im Plusbereich. Was für gewisse Dinge sehr wichtig sein kann, vor allem wenn es später ums Kämpfen geht. Pferde kämpfen übrigens nicht, Pferde hauen ab. Bleiben zwar immer in der Nähe, aber beteiligen sich an keinem Kampf. Dazu braucht man schon irgendwelche Kampftiere, ja, die da aggressiv drauf losgehen. Oder Kämpfer. Auch die man nicht jetzt unbedingt leveln kann, indem sie. Also man kann sie schon leveln, dass sie von der Stufe her aufsteigen, dass sie besser werden, aber man kann ihnen nicht die Punkte verteilen. Glaube ich zumindest. Außer sie haben da was dran geändert. Also vorher war das nicht so. Möchte auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube nicht, dass das so ist, sondern dass es bei denen so bleibt, dass die halt individuell ihre eigenen Fähigkeiten direkt bekommen, dann vom Spiel her an sich zugewiesen. Ne? Ja, guck mal, sie streckt sich schon, weißt du, die denkt sich auch so, das dauert voll lange. Sie hat ja gar nichts. Sie steht ja hier bloß rum und lässt sich vom Wind ins Gesicht wehen. Ich fürchte, es dauert nicht mehr allzu lange. Ich weiß noch nicht, ob es bis in der Folge reicht oder ob das dann sich zieht in die nächste Folge. Auf jeden Fall stehe ich hier jetzt schon knapp 22 Minuten und bin einfach mit euch nur am Reden, ne? In der Hoffnung, dass der Sturm jetzt dann wirklich die Fahrt aufnimmt. Und wir mittendrin stehen im Mahlstrom. Wird auch immer so ein bisschen dämpfiger, ein bisschen nebliger, also man sieht nicht mehr so viel. Der Turm verschwindet so leicht. Bin mal gespannt, ob da noch mal irgendwas runterkommt. Also im Mahlstrom, da kommt was runter und das sieht gigantisch aus. Aber wie gesagt, wir werden das, wenn wir da wirklich, ne, wenn wir das nicht überleben wollen. Deshalb, man kann dann auch mal machen, man kann dann auch mal vielleicht so reingehen, ohne was, ja. Ich ändere das eh noch von der Zeit her, also wie die Geschwindigkeit sich aufbaut, dass es vielleicht ein bisschen schneller noch geht. Ich möchte schon, dass es nach und nach sich aufbaut, nicht ganz so schnell, aber auch nicht so lange. Es dauert jetzt schon echt lange, bis der sich voll aufgebaut. Das ist fast schon über eine Stunde, bis der sich vollkommen aufgebaut hat. Und das ist definitiv zu lange. Wir schauen uns dann auch an, wie lange er dauert, der Sturm dann. Das kann man auch gucken. Und wie lange es dann auch wieder dauert, bis ein neuer dann wieder kommt. Aber die Zeit werde ich definitiv ein bisschen ändern. Aufbauphase. Und ja, dann können wir uns vielleicht da auch mal reinschiffen, vielleicht mal einen Turm hinsetzen oder sowas. Uns dann da festkrallen und dann einfach mal beobachten. Das möchte ich jetzt mit vollem Inventar nicht, weil sollten wir dann wirklich draufgehen, dann müssen wir nicht nochmal extra hinlaufen. Ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt hier keine Grabsteine, die man sich machen kann, wo man seine Sachen rausholen kann direkt. Man kann es, glaube ich, einstellen, dass man die Dinge nicht holen muss, sondern dass man die, wenn man stirbt, im Inventar behält. Aber finde ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich das reinmachen soll. Ich glaube, das ist aber so ganz angenehm, dass wenn man auch mal hinlaufen muss, ne? Wenn man halt stirbt, wenn man Zeug drin hat, hat mal Pech gehabt, muss man halt wieder hin, ne? Da ist man dann vielleicht selbst ein bisschen schuld und für andere mehr zu tun. Gucken.
langsam. Es wird immer doller. Es wird immer doller. Wird immer ein bisschen doller. Man sieht auch hier, es wird immer schneller. Von hier kann man jetzt noch nicht wirklich was erkennen auf der Karte. Mit der falschen Taste. Ich will mal so fahren und mach's mit der falschen Taste. Kann man auch noch ein bisschen weiter raus. Ich fürchte aber, dass das auch sich wieder in die nächste Folge mit reinzieht, mit dem Sturm. Dass wir da wahrscheinlich für diese Folge auch nicht ganz reicht. Und da dazu müsste ich wahrscheinlich abwarten, aber ich möchte halt, möchte das Gefühl, das Feeling, dass ihr das spürt, wie aufregend das ist. Wenn das kommt, wenn man wirklich spürt, so ey, es wird immer schlimmer, es wird immer stärker, es wird immer stärker, es wird immer windiger, es wird immer heftiger. Gefühl. Die Anspannung, ja. Da hätten wir definitiv 20 Mal nach Hause rennen können, ne? Ich will halt keinen Millimeter, keinen Zentimeter verpassen. Wäre halt kacke. Busse will ich nicht verpassen. Das will ich nicht verpassen. Ich will das weitermachen. So, egal. Es kribbelt gerade überall. Es ist gerade richtig spannend. Ich mag das so, dieses. Ne, du merkst richtig, wie das heftiger wird. Seht ihr das? Wie das immer mehr wird? Immer extremer wird? Ich hoffe mal, dass es von der Lautstärke her für euch so in Ordnung ist. Und dass ihr auch diesen Wind hört, wie der immer mehr Fahrt aufnimmt. Dass man es nicht nur sieht, sondern man hört es auch. Jetzt nicht unbedingt extrem laut, aber man hört es. Gerade wenn ich mal ruhig bin und nicht rede. Dann hört man schon diesen Wind, der nebenbei. Wir könnten eigentlich auch mal ein Stück, wartet mal, wir laufen mal ein Stück darunter. Da muss bloß aufpassen, dass ich nicht falsch laufe. Eine Hyäne. Hygiene. Getroffen, ne? Nicht getroffen, hast einen Schnaps gesoffen. Kommt schon wieder. Jedes Mal ploppt diese Werbung auf, obwohl ich sie abgeschaltet habe. Ich flippe aus, ne? Ah, verdammt, das hatte ich vergessen. Kopf weg. Bell weg.
Können es nicht tragen, Leute. Wir müssen einfach liegen lassen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt weit genug weg sind, dass man, aber ich glaube schon, man sieht hier jetzt nur noch fliegen. Und wenn der wirklich richtig loslegt, dann sieht man, dass wie der sich im Kreis bewegt. Immer doller wird. Und das wird geil. Das wird cool, Freunde. Das wird wirklich cool. Aber, ja, wie der Sturm sich dann wirklich im Endeffekt nachher verhält und wie er sich aufgebaut hat, hoffe ich mal, dass wir das dann in der nächsten Folge von Konan sehen. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen.